Und auf unserer Seite findet man auch so auf jeden Fall, glaube ich, für den Praxisalltag sehr nützliche Informationen. Zum Beispiel machen wir so themenspezifische Praxishilfen, wo dann eben auf zwei Seiten auch bildlich beschrieben wird, ganz übersichtlich für den Arzt dargestellt wird, wie kann ich zum Beispiel Einzelfallprüfungen von Krankenkassen vermeiden. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcast. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts, der letzten Podcast-Folge in diesem Jahr und auch der letzten Folge natürlich vor Weihnachten. Wir sprechen heute mit der DAP Networks bzw. mit den Vertretern davon, mit Dr. Ralf Fuchs und Timo Franke. Die DAP Networks ist aufgeteilt in drei Unternehmensbereiche, nämlich einmal dem deutschen Apothekerportal, dem RP-Institut, also einem deutschen Arztportal und der FAI, einer Healthcare-Media-Agentur für die medizinische Kommunikation zum Arzt bzw. zum Apotheker. Es geht eben darum, Therapien zu sichern. Es geht um das Thema Arzneimittelversorgung, Verordnungen. Und es geht vor allen Dingen um das ganze Thema Nutzenbewertung, Rabattverträge, Vorgaben von den KV, die ja in den einzelnen Ländern wirklich unterschiedlich sind. Es geht um das Thema Regresse, Beratung. Es geht um Dokumentation und Abrechnung, um Wirtschaftlichkeit von Arzneimitteln und so weiter und so weiter. Geht aber auch in Teilbereichen um das Thema digitale Gesundheitsanwendung. Also wie verändert das Ganze zum Beispiel auch die Verordnung? Gibt es überhaupt schon Erfahrungswerte zu den DIGAs? Darüber spreche ich mit meinen beiden Interviewpartnern. Und die ich jetzt noch mal kurz persönlich vorstellen möchte. Einmal haben wir Dr. Ralf Fuchs, der zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn angefangen hat, Sport in Köln zu studieren, dann aber so ein großes Interesse an der Medizin gefunden hat, dass er sein Medizinstudium angeschlossen hat und dann in Köln ebenfalls Medizin studiert hat. Danach war sein Schwerpunkt in der inneren Medizin, hat da auch in Köln in einem Krankenhaus gearbeitet, war dann danach nicht mehr ärztlich tätig, sondern berät danach Fachagenturen und Fachverlage und ist jetzt seit 7 Jahren bei der DAP Networks beziehungsweise beim RP-Institut und da auch geschäftsführend tätig. Dann haben wir Timo Franke. Timo Franke ist ein, ja, man könnte fast sagen, Sauerländer Jung, der heute 35 Jahre alt ist, in Köln wohnt, auch sehr, sehr sportlich ist, genau wie Herr Dr. Fuchs. Und der über seine Zeit im Zivildienst im Altenheim die ersten Berührungspunkte zu dem Thema medizinische Versorgung bekommen hat. Studiert hat er dann Psychologie und Neurowissenschaften in den Niederlanden und nach seinem Studium war er noch an der Freien Universität in Berlin tätig und hat dort auch bei einer Healthcare-Agentur gearbeitet. Und das alles hat ihn dann wiederum auch zum RP-Institut bzw. zur DAP geführt, wo er jetzt seit 4,5 Jahren unterschiedliche Bereiche begleitet. Das wird er gleich im Podcast selber nochmal so vorstellen. Freut euch drauf auf das Interview. Ein ganz anderes Thema hatten wir so noch gar nicht im Business Talk Podcast. Da freue ich mich sehr. Wünsche euch jetzt einen schönen Podcast. Wünsche euch eine tolle Weihnachtszeit. Wünsche euch Gesundheit. Wünsche euch einen super Start ins Jahr 2021. Ich freue mich drauf, mein Gott. Ich freue mich wirklich drauf, weil im Jahr 2021 jetzt viele, viele neue Themen geben, über die wir hier berichten. Wünsche euch alles Gute, startet gut ins neue Jahr, bleibt unternehmerisch und viel Spaß jetzt beim neuen Business Talk Podcast. Ja, herzlich willkommen zurück für alle im Business Talk Podcast. Ich habe ja gerade im Intro schon angekündigt, dass ich heute ein Duo hier bei mir habe. Deshalb begrüße ich jetzt nochmal ganz herzlich im Business Talk Podcast Dr. Ralf Fuchs und Timo Franke. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ja, wir steigen ein mit der, ich will mal sagen, fast schon berühmten Einstiegsfrage, wer Sie beiden sind und was Sie beruflich und privat mit eigenen Worten machen. Herr Dr. Fuchs, wir fangen mal mit Ihnen an. Was machen Sie beruflich und privat mit eigenen Worten? Ja, also ich bin Arzt. Ich arbeite seit
ungefähr 7 Jahren beim RP-Institut, das ja zu DRP Networks gehört. Bin da tätig als Leitung der Medizin und Wissenschaft, bin Mitglied der Geschäftsleitung. Ja, ich habe in Köln Medizin studiert, war danach im Krankenhaus in der Inneren Medizin mit Schwerpunkt chronische entzündliche Darmerkrankungen. Und danach habe ich ein paar medizinischen Agenturen und medizinischen Fachverlagen, auch den Deutschen Ärzteverlag gearbeitet. Ja, das zu mir beruflich. Privat mache ich Sport, sehr viel Sport, spiele Tennis, Fußball, Joggen. Also alles, was damit zu tun hat, mache ich doch sehr gerne. Sehr schön. Herr Franke, bevor wir gleich zu Ihnen kommen, würde ich nochmal an den Dr. Fuchs eine kurze Frage nachschieben. Einmal interessiert mich natürlich das Thema Sport. Sie haben auch in Ihrem Lebenslauf, das habe ich auch vorhin schon erwähnt, ja gesagt, Sie haben auch mit dem Sportstudium begonnen. Ja, genau. Wo haben Sie denn dann Ihre Liebe zur Medizin entdeckt oder war die immer schon da? Ja, tatsächlich wusste ich die noch nicht so genau zu Beginn, aber ich habe an der Deutschen Sporthochschule angefangen, genau ein Jahr Sport studiert. Da habe ich die Fächer Anatomie und Physiologie besucht und da war mir schon ziemlich schnell klar, dass diese beiden Fächer mich schon extrem interessieren und das wollte ich vertiefen und dann habe ich mich entschieden, Medizin zu studieren. Und tatsächlich war das dann auch gut, weil tatsächlich ging es da tiefer in die Materie. Das war also schon genau das, was mich dann so interessiert hat. Genau. Ja, Habe dann auch noch weiter ein bisschen Sport studiert, aber das war mehr dann Spaß und die Medizin, die war tatsächlich dann eher ernst, genau, so war das. sehr schön. Ich ziehe da mal eine kleine Parallele zu mir selbst. Ich habe selber auch Sport studiert. Erstmal die erste Hürde, die man ja nehmen muss, ist der Einstiegstest. Also Hut ab, dass Sie dann nochmal gesagt haben, Ja. trotz dieser großen Hürde Einstiegstest, switche ich dann um in das relativ leichte Medizinstudium. Aber ich kann das insofern nachvollziehen, weil natürlich gerade diese körpernahen Themen, also Anatomie und so weiter, ist ja auch Teil des Sportstudiums. Dass man, und da waren sehr, sehr viele auch Kommilitonen zu unserer Zeit eben schon, die damals gesagt haben, ach, das ist so interessant, ich hänge noch ein Medizinstudium hinten dran. Das war ja bei Ihnen dann ähnlich. Ja, ganz genau. Jetzt der Eignungstest, der war tatsächlich, obwohl die Sporthochschule so einen guten Ruf hat in Köln. Ich bin ja deshalb auch dahin, aber der Eignungstest war jetzt nicht so extrem unmachbar, dass es jetzt so eine Hürde war. Also ich habe damals schon mitgekriegt in anderen Städten, München und Tübingen, glaube ich, da waren die schon schwerer, aber es geht ja vor allem, wenn man jetzt Diplom-Sport studiert, jetzt nicht unbedingt darum, dass man in jedem Fach Mods der Kracher ist, sondern ja, es geht auch um Wissenschaft und die war an der SPOHO also wirklich extrem hoch und gut angesiedelt. Das war schon gut. Sehr schön. Herr Franke, freue mich sehr nochmal auf Ihre Ausführungen. Ich stelle die Frage einfach nochmal. Vielleicht sagen Sie auch nochmal, was Sie beruflich und privat mit eigenen Worten machen. Ja, vielen Dank. Also mein Name ist, wie gesagt, Timo Franke. Ich bin 35 Jahre alt und studiert habe ich in den Niederlanden, und zwar Psychologie und Neurowissenschaften. Und jetzt beim RP-Institut bin ich seit ungefähr 4,5 Jahren. Und da bin ich hauptsächlich für die Erstellung von Dokumenten verantwortlich, wo es eben hauptsächlich auch um wirtschaftliche Verordnung geht, aber auch um Themen wie Abrechnung, was wir eben den Ärzten näher bringen wollen. Und darüber hinaus mache ich auch immer noch unseren zweimal wöchentlich erscheinenden Praxis-Newsletter, wo die Ärzte eben über solche Themen auf den Laufenden gehalten werden. Und dazu gehört eben auch, dass ich sehr viel, weil viele Sachen, die wir machen, gehen dann über den pharmazeutischen Außendienst eben an den Arzt. Das heißt, ich habe auch relativ viel Kontakt eben zu unseren Partnern aus der Industrie. Und ich gebe auch regelmäßig Webinare und Schulungen für den pharmazeutischen Außendienst zu Themen wie, welche Vorgaben muss der Arzt eigentlich in seiner kassenärztlichen Vereinigung beachten. Das sind so die beruflichen Sachen. Ja, privat, ich lebe in Köln-Süd mit einer sehr dynamischen und fleißigen Apothekerin zusammen, die natürlich dann auch immer wieder mir erzählt aus ihrem Alltag, dass sie mal wieder mit Ärzten telefoniert hat. Also da bekomme ich quasi auch privat immer noch ein bisschen Feedback.
Und ich liebe auf jeden Fall auch, wie der Dr. Fuchs, so den Sport an sich. Also ich gehe sehr, sehr, sehr viel joggen. Das heißt, ich habe auch schon mehrere Marathons bestritten und Tennis spiele ich auch sehr gerne. Und auch Fußball zum Beispiel, wobei ich sagen muss, das ist eher minder erfolgreich, aber da bin ich besser im Gucken. Das heißt, ich drücke dem FC natürlich jedes Wochenende die Daumen. Meistens ist es ja nicht so erfolgreich, aber ich versuche es jedes Mal wieder neu. Und klar, eigentlich treffe ich mich auch immer gerne mit Freunden, aber das ist im Moment ein bisschen schwierig. Das heißt, im Moment ist auch mal wieder die PlayStation 4 ein bisschen angesagter als im letzten Jahr. Ja, ich hätte mir jetzt sagen lassen, dass das Thema E-Sport also auch eine große Rolle mittlerweile in der sportlichen Bewegung spielt. Und jetzt gerade zu Corona-Zeiten sich auch wieder besonderer Beliebtheit befreut. Das bestätigen Sie ja jetzt hier gerade damit. Aber ja, schön ist ja, dass uns allen drei dann das Thema Sport vereint. Wir haben uns ja auch schon mal persönlich getroffen bei Ihnen in Köln, in dem wirklich tollen Gebäude, unmittelbar am Wasser gelegen. Und Sie sind ja auch also in der Gesamtheit, auch in dem gesamten Team, ein sehr dynamisches Team, sehr, sehr ja, sportlich ausgerichtet. Hilft das bei der Begleitung von Medizinern? Hilft das bei dem Job, den Sie ausüben? Weil das Thema Verordnungen, Pharma, das Thema Arzneimittel, Sicherung von Arzneimittelverordnungen und so weiter, ist ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann doch ein sehr bürolastiges Thema. Also hilft das, einen Ausgleich zu finden? Ist der Sport etwas, was Sie da bewegt, Herr Franke? Ja, auf jeden Fall. Also man muss ja sagen, unsere Themen, die sind eben schon sehr, naja, ein bisschen bürokratisch, wie Sie schon gesagt haben. Also es ist oft sehr, sehr kompliziert. Und wenn man sich diese Vorgaben da eben zu Gemüte führt, zum Beispiel von den Kassenärztlichen Vereinigungen, aber zum Beispiel vom gemeinsamen Bundesausschuss und so weiter, da ist das eben wirklich sehr, sehr schwer formuliert oft, manchmal auch ein bisschen dröge. Sodass ich verstehen kann, dass Ärzte da im Praxisalltag auch nicht immer die Muße befinden. Und deswegen glaube ich, dass es auch gerade in diesem, wie Sie sagen, in diesem Büroalltag grundsätzlich total wichtig ist, dass man eben einen Ausgleich hat. Und das ist bei mir und auch beim Ralf dann auf jeden Fall dieses, glaube ich, dieser Sport einfach, dass man da auch mehr rauskommt. Und da, ich finde, beim Joggen zum Beispiel bin ich so, dass ich sehr, sehr gut entspannen kann. Und auch über andere Sachen nachdenken kann, als jetzt über den Beruf selbst. Herr Fuchs, nehmen Sie sich auch während der Arbeitszeit, wir sind ja hier unter uns, mal ein bisschen Zeit dazu, weil für viele gehört ja die aktive Entspannung auch dazu. Also ich frage das ja sehr bewusst, weil das, was Herr Franke gerade anspricht, dieses Kopf frei bekommen und plötzlich während einer sportlichen Aktivität, ich sage jetzt immer Sauerstoff in den Kopf kriegen, nochmal plötzlich eine Idee haben, die ja sowohl privat und beruflich miteinander verbinden kann. Ja, also eindeutig, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil das ist bei uns auch nicht verboten, aber viele sagen, dass es halt auch nicht unanstrengend ist, weil ich tatsächlich in der Mittagspause manchmal eine Runde schön am Rhein joggen gehe. Das ist dann natürlich nicht eine riesige Runde, aber schon so, dass die mich ablenkt und dass es ausreicht, dass es dann mittags wieder weitergeht, ist auch deutlich besser als nach so einem fettigen Mittagessen und wenn man dann in die Müdigkeit fällt. Also eindeutig, ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit normalerweise. Das ist schon mal gut in die Mittagspause, ein bisschen was, also jetzt auch nicht jeden Tag. Und das brauche ich schon. Also es ist schon ein großer Unterschied, als ich im Krankenhaus war. Da kam ich schon in den 10, 12 Stunden am Tag auf meine Kilometer. Da war der Anreiz, irgendwie Sport zu treiben, jetzt nicht so extrem hoch, weil da war ich schon körperlich deutlich erschöpfter durch das ganze Hin- und Hergerenne auf Station. Das muss man schon sagen. Die Frage ist ja auch immer, wenn wir über solche Themen sprechen, was hat das jetzt eigentlich mit Ihrem beruflichen Thema zu tun und mit denen, wenn wir sagen, Arzt soll Unternehmer werden, also wir versuchen ja auch immer ein paar Gedankengänge Richtung unternehmerische Skills mit auf den Weg zu geben, dann glaube ich, ist das deshalb entscheidend, weil natürlich das Bewusstsein über Arbeit, über vielleicht auch medizinische Arbeit oder überhaupt über Mindset, über Leben sich auch ändert. Und ich glaube, Dinge miteinander zu kombinieren und das eine gar nicht mehr so voneinander zu trennen, dafür war das jetzt ein sehr schönes Beispiel, also in der Mittagspause zum Beispiel einfach mal rauszugehen, um sich wieder so ein bisschen zurückzuholen und zurückzubesinnen.
Denn ähnlich wie die Wege in der Medizin vielleicht nicht mehr die sind, die sie vor 20 Jahren gewesen sind, beweist ja auch Dr. Fuchs unter anderem ihr Lebenslauf, dass man also nicht zwangsläufig im Krankenhaus bleiben muss, nicht zwangsläufig in die Medizin muss, sondern eben auch viele Tätigkeitsfelder mittlerweile außerhalb der Medizin, also der direkten Medizin, da sind. Ja. Wir haben früher immer gesagt, das sind maximal 5%, also große Anzahl geht ins Krankenhaus oder bleibt im Krankenhaus, einige gehen in Niederlassungen, das sind vielleicht noch 5% an anderen Tätigkeitsfeldern in der Medizin. Da würde ich sagen, es hat sich ja mittlerweile sehr, sehr ausgeweitet. Wenn wir jetzt über das sprechen, was Sie bei DRP Networks machen, vielleicht können Sie, Herr Dr. Fuchs, vielleicht einfach nochmal beschreiben, was ist so das Gesamttätigkeitsfeld, und dann gehen wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen spezifischer auf das RP-Institut ein. Ja, also da kann ich ganz kurz zwei Sätze ausholen. Also DRP Networks ist, wie der Begriff schon vermuten lässt, ist ein Kompetenznetzwerk für Ärzte und Apotheker. Also das besteht aus drei Schwesterfirmen. Das ist das RP-Institut, das sich an Ärzte richtet. Das ist DAP, das Deutsche Apothekenportal, das sich an die Apotheke richtet. Und FAI, das ist die klassische Fachagentur für medizinische Kommunikation dazu. Und die drei Unterfirmen als Gesamtbild DAP Networks, die haben zum Ziel, die Therapie zu sichern unter Einhaltung der Gesetzeskonformität bei Arzneimittelverordnung und Arzneimittelabgabe. Das hört sich jetzt alles ein bisschen sperrig an, aber ich kann das vielleicht an einem Beispiel kurz erläutern. Also wenn ein Patient zum Arzt geht, der untersucht ihn, dann kommt er zu einer bestimmten Therapieentscheidung, schreibt ein Präparat auf das Rezept, der Patient geht damit zur Apotheke und die gibt ihm ein Präparat. So läuft es normalerweise. Und idealerweise sollte dann das Präparat, was der Arzt sich überlegt hat und verordnet hat, sollte auch abgegeben werden. Wenn jetzt die Apotheke aber das Präparat austauschen muss, aus formalen Gründen, deswegen Gesetzeskonformität, dann ist irgendwas falsch gelaufen, und auf der Arztseite gibt es eben auch genügend Probleme, wenn ich aus wirtschaftlichen Gründen, vielleicht auch aus falschem Wissen, irgendwas nicht verordnen will, obwohl ich das eigentlich sinnvoll fände, dann ist das auch nicht Sinn der Sache. Und diese zwei Beispiele, die zeigen, was eigentlich die Aufgabe und das Ziel von DRP Networks ist eben von der Arzneimittelverordnung, also die Arztseite über RP, und die Arzneimittelabgabe, also die Apothekerseite, im Blick zu haben und mit dem Ziel, die Therapie zu sichern. Ja, und zum RP-Institut nochmal zwei Sätze konkret. Also die geben praktisch Hilfestellungen für den Arzt, was die Verordnung betrifft, die Dokumentation, die Wirtschaftlichkeit von Arzneimitteln. Und unser Schwerpunkt liegt auf den Vorgaben der KV, und da können wir ja später nochmal dazu kommen. Also die geben immer Arzneimittelvereinbarungen jährlich raus, die im weitesten Sinne die wirtschaftliche Verordnung betreffen. Und die sind manchmal nicht so einfach zu verstehen, und dafür sind wir da, dem Arzt das in verständlicher Form aufzubereiten und zu erläutern. Wir haben als Online-Ratgeber das Deutsche Arztportal, können wir vielleicht nachher auch nochmal kurz ansprechen. Ja, und über unseren Newsletter richten wir uns zweimal wöchentlich an die Ärzte mit genau diesen Themen. Das ganz kurz zum RP-Institut. Ja, schon mal ein sehr, sehr umfangreicher Überblick. Ich glaube aber sehr wichtig, weil natürlich das gerade diese, ich nenne es jetzt mal Schnittstelle, so ein bisschen ja ist zwischen der Therapie, wie Sie gesagt haben, Therapie sichern und dieser Arzneimittelverordnung und natürlich auch diesen beiden Playern am Gesundheitsmarkt, Arzt und Apotheke. Herr Franke, wie erreichen Sie denn Ihre Ärzte beziehungsweise vielleicht auch die, ich nenne es jetzt mal Ihre Kunden? Sie haben vorhin einige Begriffe ja schon genannt, Schulungen, Newsletter und so weiter. Können wir da vielleicht mal konkret reingehen? Was machen Sie?
Ja, also erstmal ist es so, dass wir ja mit den Ärzten natürlich auf jeden Fall auch regelmäßig in Kontakt stehen. Also wenn jetzt nicht Corona wäre, machen wir das auch regelmäßig, dass wir auch Veranstaltungen eben mit den Ärzten machen. Letztes Jahr haben wir uns zum Beispiel in einem Brauhaus dann getroffen und dann haben wir eben mit den Ärzten gesprochen, was bewegt sie gerade so im Praxisalltag. Und da haben wir eben auch sehr, sehr, sehr wertvolles Feedback erhalten, was die Ärzte so bewegt. Und wenn man zum Beispiel dann eben aufs deutsche Arztportal geht, da ist es eben auch so, dass wir die Kategorie haben, Arzt fragt AP. Und das bedeutet, der Arzt kann sich gerne immer an RP wenden, an unser Team aus Experten, wenn es darum geht, wirtschaftliche Verordnung oder Abrechnung. Und auf unserer Seite findet man auch so auf jeden Fall, glaube ich, für den Praxisalltag sehr nützliche Informationen. Zum Beispiel machen wir so themenspezifische Praxishilfen, wo dann eben auf zwei Seiten auch bildlich beschrieben wird, ganz übersichtlich für den Arzt dargestellt wird, wie kann ich zum Beispiel Einzelfallprüfungen von Krankenkassen vermeiden. Da wissen wir nämlich ganz genau, dass diese Wirtschaftlichkeitsprüfung initiiert von den Krankenkassen für sehr viele Ärzte ein sehr konkretes Problem ist. Darüber hinaus machen wir zum Beispiel auch Poster, weil wir wissen auch, dass die Ärzte teilweise auch so ein bisschen den Überblick verlieren, was es eigentlich alles für Präparate gibt oder auch für Inhalationsgeräte. Was gibt es zum Beispiel bei COPD alles für Medikamente, Inhalationsgeräte? Oder was gibt es eigentlich alles für orale Kontrazeptiva? Und da haben wir eben diese Poster, die auch in sehr vielen Arztpraxen hängen. Thema Abrechnung ist auch sehr wichtig. Da sind wir sehr froh, dass wir da den Kooperationspartner haben, den Dr. Zimmermann. Der hat auch noch selber eine Arztpraxis, also der ist Hausarzt, aber hat sich sehr, sehr auf das Thema Abrechnung an sich spezialisiert. Da gibt es immer wieder auf unserer Seite und in unserem Newsletter, den ich eben ja auch schon angesprochen habe, immer wieder Hinweise auch zu aktuellen Themen. Also wie ist das mit der Abrechnung von Apps? Wie ist das eigentlich mit der Videosprechstunde? Also das kann ich auch sehr empfehlen. Und genau, was ich in der Intro schon gesagt habe, dass wir natürlich unsere Partner aus der Industrie haben. Das heißt, viele Sachen, die wir machen, werden von der Industrie dann auch an den Arzt vermittelt. Das heißt, zum Beispiel hat der Herr Fuchs ja eben schon gesagt, kassenärztliche Vereinigung, was es da alles für Vorgaben gibt. Und da stellen wir eben pro KV anhand eines Wirkstoffs, eines Präparats oder auch einer Wirkstoffgruppe eben ganz genau dar. Also wir sagen auch nicht genau, wie es ist, da wird nicht übertrieben und so weiter. Ganz sachlich festgestellt, was muss der Arzt da eigentlich genau beachten. Und das wird dann eben über die Industrie, über den Außendienstmitarbeiter eben auch an den Arzt gebracht. Das ist also auch noch eine zusätzliche Möglichkeit, wie unsere Inhalte eben an den Arzt gelangen. Und da, ich meine, im Grunde sind die Außendienstmitarbeiter da so ein bisschen so wie ich vielleicht, sind eher Naturwissenschaftler und kennen sich mit diesen ganzen Sachen nicht aus. Und deswegen machen wir da auch immer wieder Schulungen, damit die dem Arzt auf jeden Fall auch immer das Richtige sagen. Es soll ja so sein, dass der Arzt sich einfach auch ein bisschen sicherer fühlt. Also es sind ja auf der einen Seite, wie ich das jetzt verstehe, sehr aktive Möglichkeiten. Also Sie haben gesagt, es gibt diese Fragerunde, ne, dass der Arzt eben RP fragt und aktiv auf Sie zukommen kann und das Portal auch nutzen kann. Es ist passiv, hört sich jetzt vielleicht, ist vielleicht nicht der griffige Begriff, aber Sie geben eben Informationsmaterial grundsätzlich an den Arzt weiter. Ich denke auch sehr, sehr fachgruppen- oder facharztspezifisch. Sie haben einige Bereiche ja angesprochen, das ja auch wichtig ist, dass ich für meinen Fachbereich eben genau weiß, was kann wo jetzt gerade in Änderungen bei Arzneimittelverordnung oder auch in der Kontrolle und der Absicherung passieren. Ich glaube, dass das weiter, was Sie gesagt haben, also auch das Thema Schulungen und Anbindung und aktive Antwort- und Fragenrunden, wenn Sie jetzt mal nicht unbedingt in einer Zeit leben würden, in der gerade das Thema Präsenzmeetings sehr, sehr schwer wäre, denke ich, dass Sie auch vielleicht eine Online-Veranstaltung anbieten über das ein oder andere Portal. Also ich glaube, eine sehr umfangreiche und auch wichtige Tätigkeit. Aber was mich besonders interessiert, ist natürlich auch nochmal das Thema Abrechnung, weil ich glaube, bei dem Ganzen, Sie haben gesagt, Sie arbeiten mit einem Herrn Dr. Zimmermann, war richtig, ne, zusammen, der zum Beispiel auch konkrete Fragen zum Thema Abrechnung beantworten kann, gerade auch bei neuen Themen. Wir haben Sie eben das Thema Digitalisierung, also fangen wir mal ganz einfach an mit der Videosprechstunde oder telemedizinischen Abrechnung. Wie läuft das ab? Gibt es da auch eine aktive Frage- und Antwortrunde? Ich weiß nicht, ob Herr Dr. Fuchs da was zu sagen kann. Ja, eine aktive Fragerunde haben wir da noch nicht eingerichtet, speziell zur Abrechnung, aber man kann uns natürlich
zu allen Themen immer Fragen per Mail, per Telefon und so weiter. Es ist aber so, dass wir mit Herrn Dr. Zimmermann in der Zusammenarbeit eben vor allem über den Newsletter, also er hat 2 bis 3 Mal im Monat Abrechnungsthemen im Newsletter drin und die sind meistens ziemlich aktuell, was eben DIGA, was telemedizinische Sachen angeht. Covid ganz aktuell hat er fast immer einen kleinen Beitrag mit dabei und die Sachen, die im Newsletter eben von ihm geschrieben und beschrieben werden, die werden eben auch auf unserer Webseite kurz danach immer abrufbar sein. Also das, der Vorteil ist schon, dass wir da immer einen ziemlich aktuellen Beitrag von ihm haben und das wird auch ziemlich gut abgerufen. Also man merkt schon aktuelle Themen, gerade Covid-19 betreffend, auch wenn man denkt manchmal, die sind ein bisschen, die sind nicht mehr so interessant jetzt nach 8 Monaten, ist es doch so, dass sich die Abrechnungsthemen immer wieder verändern und die werden wirklich gut angenommen. Sie haben gerade noch mal das Thema Industrie angesprochen. Ich denke, wir sprechen insbesondere auch über das Thema Pharma. Verstehe ich Sie so, dass der Außendienst im Grunde der Pharmabranche natürlich auch so ein bisschen jetzt mal das Bindeglied ist, weil die natürlich Dinge auch erläutern, erklären, wie vielleicht, wir sind ja unter uns, wie neutral geht das denn ab? Können die wirklich auf einer relativ sachlichen, objektiven Ebene beraten und begleiten? Ja, also ich kann vielleicht Timo noch einen Satz dazu sagen. Also wir haben das Glück, dass diese hauptsächlich formalen regulatorischen Themen, die sind nicht so interpretierbar, dass man da das jetzt extremst für eine Firma positiv oder negativ schreiben könnte. Also klar, die bezahlen uns und das wissen die Ärzte auch und das ist auch von dem her kein Problem, wenn wir sagen, in deine KV, zum Beispiel Nordrhein, du bist Dermatologe, dann erklären wir dir, wie wird denn bei dir überhaupt geprüft? Weißt du das? Nein. Kennst du die Vorgaben deiner KV? Nein. Die Wirtschaftlichkeitsvorgaben weiß er alles nicht. Wenn ihr die zusammengefasst bekommt, vielleicht anhand eines Präparates, auch mit Namen, dann lässt sich da, wie gesagt, nicht viel interpretieren, sondern da wird zusammengefasst. Das sind zwar trockene, also ich habe ja auch jetzt nicht unbedingt studiert, um die formalen Dinge kennenzulernen, unbedingt, aber es ist schon so, dass wir eben, wenn wir diese regulatorischen Sachen zusammenfassen, dann ist das mehr oder weniger Tatsache und der Arzt ist dann froh, dass er in kurz zusammengefasst weiß, auf welche Dinge er achten muss. Und in diesem Bereich haben wir das Problem also wirklich am geringsten, dass wir da für Firmen irgendwas positiv schreiben müssten. Aber Timo, glaube ich auch noch eine wichtige Information, ja, weil es ja sowieso dann auch innerhalb der unterschiedlichen KV noch wieder unterschiedliche Auslegungen gibt. Und wenn man dann jemanden vor Ort hat, mit dem man das gut besprechen kann und die Informationen dann auch bekommt und die ja dann auch bei Ihrem Institut noch mal so ein bisschen ins rechte Licht gerückt werden, finde ich sehr, sehr schön. Herr Franke, wir haben in der kurzen Vorbesprechung auch das Thema digitale Gesundheitsanwendungen mal kurz angesprochen. Also da entsteht ja auch sehr viel Unsicherheit gerade in der Ärztelandschaft. Kann ich verschreiben? Soll ich verschreiben? Jetzt kann man ja noch nicht wirklich von Erfahrungen sprechen, die man gemacht hat in dem Zusammenhang. Aber gibt es vielleicht ein Statement oder vielleicht doch etwas, wo Sie sagen, da haben wir in der letzten Zeit etwas von gehört und da können wir vielleicht sagen, wie die Mediziner und Ärzte augenblicklich damit umgehen? Ja, auf jeden Fall. Also wir machen ja auch in unserem Newsletter regelmäßig Umfragen, wo wir so ein bisschen das Meinungsbild der Ärzte eben zu aktuellen Themen ein bisschen erfahren wollen. Und zu diesen Gesundheits-Apps, da haben wir auch schon mehrmals Fragen gestellt und da ist uns da auch schon auf jeden Fall aufgefallen, dass die Ärzte da gegenüber der Verordnung wirklich sehr, sehr skeptisch sind. Das liegt aber auch zum Teil dann daran, dass sie sich nicht richtig informiert fühlen. Und wir machen auch Interviews regelmäßig mit Ärzten
Und auch die haben uns das ein bisschen zurückgespielt, dass sie eigentlich gesagt haben, naja, wir wissen eigentlich gar nicht so genau, wie das funktioniert. Und ich meine, dann wird auch das Argument gebracht, was der Ralf ja auch gerade schon gesagt hat, naja, sie haben ja Medizin studiert, aber so mit den Apps, das ist vielleicht noch ein bisschen auch ein anderes Gebiet. Das heißt, ich glaube, es wäre wirklich noch nötig, dass der Gesetzgeber vielleicht auch oder auch ja, andere Player vielleicht im Gesundheitsmarkt die Ärzte da über diese Funktionen der App auch so ein bisschen besser noch informieren müssen, habe ich so den Eindruck. Weil bis jetzt habe ich so das Gefühl, dass das noch nicht so ganz bei den Ärzten, so die Akzeptanz noch nicht so groß ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Gibt es denn vielleicht, wo wir gerade dabei sind? Ich meine, wir haben ja über die Bindeglieder zum Arzt gesprochen, also auch Mitarbeiter aus Ihrer Sicht jetzt mal ganz unabhängig vielleicht. Es gibt ja in vielen Bereichen Vorbehalte, Sie haben es auch schon gesagt, oft aus Unsicherheit heraus, oft aus einer fehlenden Information heraus. Gibt es vielleicht etwas, wo Sie sich freuen würden, wenn, Sie haben es gerade schon angesprochen, Herr Franke, das Thema Gesetzgeber müsste vielleicht noch ein bisschen mehr tun. Aber dass es auch weitere Initiativen gibt, die die Ärzte über Neuerungen aufklären. Also wir werden ja das Thema Digitalisierung zum Beispiel gar nicht aufhalten können. Aber viele Mediziner, auch aus meiner täglichen Erfahrung, nutzen diese Themen ja noch nicht, beziehungsweise scheuen sich auch davor, sie in ihren ja jetzt schon sehr anspruchsvollen Praxisalltag einzubeziehen. Gibt es da eine Idee? Also unabhängig davon, ob das jetzt Ihr tägliches Leben begleitet, Herr Dr. Fuchs, wie man sowas ändern könnte? Ja, ich habe ein bisschen das Gefühl, der Arzt an sich ist meistens, wenn er jetzt in der Praxis ist, ist er auch nicht der Jüngste. Er hat ja schon ein paar Jährchen studiert und dann ist er jetzt nicht unbedingt Computer- oder Software-affin. Und in den letzten ein, zwei Jahren und in den nächsten vielen Jahren hatte wirklich genug zu tun, alle Faktoren, alle Maßnahmen der Telematik-Infrastruktur umzusetzen, Gesundheitskarte, Arztausweis, Medikationsplan, Patientenakte, E-Rezept. Das hat ja alles nur Vorteile. Es ist aber nur so, wenn ich technisch da eben nicht so ganz bewandert bin und klar, ich kann viel abgeben in meiner Praxis. Ich kann mir vielleicht die Hardware einrichten lassen, die Konnektoren und die Lesegeräte und so. Aber trotzdem ist es doch schon wichtig, dass ich über die ganzen Sachen wirklich Bescheid weiß, warum es die gibt, was die können. Und da gehört, finde ich, zuerst mal diese Aufklärung dazu, dass die Ärzte eben wirklich über TI nicht immer so kritisch denken, das war ja noch vor 2 Jahren, waren die so dagegen, sondern wirklich die Vorteile erkennen. Und genauso ist mit den Apps eben auch. Also es hört sich an, als ob das alles alte Opas sind, aber man hat es eben in seinem Studium nicht gehabt und ist eben mit seinen 45 in der Praxis halt vielleicht wirklich jetzt nicht ein digitaler Jünger gewesen. Und dazu gehört wirklich Aufklärung, was kann das alles? Welche Vorteile hast du davon? Und es gibt ja wirklich fast nur Vorteile. Und so ist es bei den Apps eben genauso. Wenn wir das Ganze jetzt mal aus der Patientensicht uns anschauen, der Arzt, ich bin total bei Ihnen, kann das nur bestätigen, gerade das Thema Vorsicht bei allen möglichen Maßnahmen, wie das Thema digitale Gesundheit angeht oder Einsatz von digitalen Tools oder Devices und so weiter und so weiter. Aber ist nicht irgendwann der Patient vielleicht auch derjenige, der entscheidet über die Zukunft vielleicht des einen oder anderen Arztes, wenn ich mich dagegen wehre? Also wir sprechen ja nicht nur über die sogenannten Digital Natives, ja, wie vielleicht meine Jungs, meine Kinder mit zwischen 17 und 25, die das Thema täglich in der Hosentasche haben und mit dem Thema umgehen. Und wir sprechen vielleicht auch über die Silver Surfer. Also meine Mutter muss da immer herhalten als Beispiel, die mit ihrem Tablet natürlich mittlerweile zu Hause sitzt und nicht nur ihre Enkel auf Facebook sich anschaut, sondern natürlich auch über das Thema Gesundheit informiert, ne? Und wenn mein Arzt das nicht anbietet, suche ich mir dann vielleicht auch als Silver Surfer jemanden, der das anbietet. Herr Franke, wie ist da Ihre Einstellung oder Ihre Erfahrung? Also meine persönliche Erfahrung ist so, dass ich auch selber zum Beispiel gar keinen eigenen Hausarzt jetzt hier in Köln habe.
Das heißt, irgendwie, gut, ich scheue es vielleicht so ein bisschen zum Arzt zu gehen, weil ich immer denke, naja, vielleicht es wird schon irgendwann wieder besser. Also es ist jetzt auch nicht gerade, man sagt den Männern das ja häufiger nach, dass sie, was Gesundheit angeht, vielleicht manchmal ein bisschen nachlässig sind. So gesehen, wenn ich jetzt was wirklich Schlimmes hätte, würde ich es wahrscheinlich auch so machen, dass ich im Internet jetzt erstmal gucke, welche Ärzte sind hier in meiner Umgebung, welche haben eine gute Bewertung. Und dann wäre es für mich zum Beispiel auch gar kein Problem, eine Videosprechstunde zu machen. Also ich würde das wahrscheinlich sogar eher, gerade im Moment, ja klar, um Kontakte zu reduzieren, aber auch grundsätzlich finde ich dieses Angebot halt eigentlich super. Und von daher haben Sie da schon recht, dass der Patient da natürlich auch eine Art Macht hat. Was müsste der Arzt vielleicht anbieten? Also ich finde diese ganzen, aus Patientensicht, wenn ich jetzt denke, ich bin Patient, finde ich diese ganzen Sachen eigentlich total gut. Wenn ich das jetzt aber zum Beispiel mit einer anderen Generation vergleiche, zum Beispiel mit meiner Mutter, dann wüsste ich ganz genau, die ist jetzt nicht wirklich so internetaffin und für die käme dann wieder Videosprechstunde überhaupt nicht in Frage. Und für die wäre es dann ganz wichtig, die wohnt jetzt auch nicht in so einer großen Stadt wie Köln, dass sie da in einer kleinen Stadt eben ihren eigenen Hausarzt hat, den sie da auch Videosprechstunde käme für sie dann zum Beispiel gar nicht in Frage. Also das ist auch wirklich ein bisschen eine Frage der Generation, was das angeht, glaube ich. Aber auf jeden Fall stehe ich diesen ganzen digitalen Sachen sehr positiv gegenüber aus Patientensicht, denke aber auch wirklich, ich habe so das Gefühl, wenn ich mit Ärzten rede, dass sie sich bei der TI-Videosprechstunde und vielen Sachen noch so ein bisschen alleingelassen fühlen und dass da auf jeden Fall noch mehr Informationsbedarf herrscht, ist so mein Eindruck. Auch fachgruppenspezifisch teilweise. Also dass die auch zum Beispiel zur Abrechnung gibt es in jeder Fachgruppe ja auch individuelle Lösungen, dass sie sich auch fachgruppenspezifische Aufklärungen da teilweise noch wünschen würden. Da bin ich ganz bei Ihnen. Herr Dr. Fuchs, gibt es noch eine Ergänzung von Ihnen dazu? Nee, fand ich, hätte so zusammengefasst, wie ich das auch gesagt hätte. Ich habe nur einen kritischen Punkt. Ich bin also komplett für die digitalen Gesundheitsanwendungen und sehe da nur Vorteile. Es gibt nur eine Sache, dass ich doch immer wieder lese, den Patienten wird doch häufig suggeriert mit den digitalen Anwendungen, jetzt beispielsweise bei Diabetes, wenn ich da mein Diabetes-Tagebuch führe und so weiter, dass der Arzt bzw. der Kontakt zum Arzt dadurch dann viel häufiger ist. Das heißt, ich überspiele dann sozusagen meine Werte oder Bluthochdruck oder wie auch immer und der Arzt reagiert dann darauf. Es ist aber halt wirklich so, auch in digitalen Zeiten hat der Tag nur 24 Stunden und der Arzt lässt sich dadurch nicht häufiger besser kontaktieren, als das in Realität der Fall ist. Es ist aber trotzdem total praktisch, wenn ich zum Arzt gehe oder mit dem per Videosprechstunde kommuniziere und er hat dann ein schönes Tagebuch schon vorliegen, er hat die Werte vorliegen. Das hat alles nur Vorteile. Aber ich warne halt so ein bisschen davor zu glauben, dass dadurch die Ärzte, weil die jetzt deutlich besser erreichbar sind, auch häufiger erreichbar sind und sich immer aktuell in irgendwelche Geschehen einmischen. Das können sie nicht. Das ist so nicht machbar. Und ich lese dann doch häufiger so Artikel, in denen das suggeriert wird. Ja, gebe ich Ihnen recht, zumal wir immer auch ja von der Erwartung ausgehen, dass alle niedergelassenen Mediziner sich dann plötzlich in der Videosprechstunde wiederfinden. Ich glaube, wir müssen aber, oder als Beispiel jetzt in dieser Videosprechstunde wiederfinden, ich glaube aber, dass wir uns über neue Berufsbilder Gedanken machen müssen und über neue Gesundheitsstrukturen, die das vielleicht abbilden könnten. Also nehmen wir mal an, es gibt ja einige Modelle am Markt, die tatsächlich auch in diese Richtung gehen, die mit eigenen Medizinern arbeiten, Krankenkassen, die natürlich mittlerweile bemüht sind, selber zu überlegen, ob das Thema eigener Arzt, angestellter Arzt in Zukunft nicht ein Thema ist, um über einige eigene Verträge mit den Ärzten gemeinsam arbeiten und da abrechnen können. Also ich glaube, wir hängen immer, das geht mir ganz genauso, auch noch sehr in diesen bestehenden Strukturen in unserem jetzt ja sehr regulierten Markt. Ich glaube, der Markt wird sich vielleicht irgendwann öffnen müssen, damit es zu einer anderen Gesundheitsversorgung kommt. Aber ist nochmal ein ganz anderes Thema. In dem Zusammenhang aber vielleicht zu dem Thema DAP und RP noch eine Frage. Wenn Sie, vielleicht können Sie auch beide darauf antworten, vielleicht Herr Franke zuerst.
Glauben Sie, dass sich auch das Beratungsfeld bei Ihnen nochmal deutlich verändern wird, weil vielleicht einige Dinge auch wenn wir jetzt mal bei der Digitalisierung bleiben, über digitale Prozesse anders abgebildet werden können und Sie vielleicht auch in diese Richtung mehr beraten müssen? Also, dass der Arzt sagt, Mensch, klärt mich doch mal auf über das ein oder andere digitale Tool, klärt mich doch mal auf über eine DiGA, klärt mich doch mal auf, wie kann ich es wirklich gut in meinen Praxisalltag integrieren und wie kann ich davon profitieren? Herr Franke, was meinen Sie? Also was das Thema Digitalisierung angeht, da merken wir ja jetzt schon, dass das die Ärzte, wenn man eben mit den Ärzten spricht, dass das die natürlich immer mehr betrifft. Und dadurch, dass natürlich jetzt auch durch Corona die Digitalisierung sowieso einen ordentlichen Schub natürlich erhält, wird das für die Arztpraxen natürlich auch immer wichtiger. Klar, wir kümmern uns jetzt beim RP-Institut immer sehr um regulatorische Sachen und um Sachen, die eben Kosten verursachen. Da sind wir meistens schon sehr auf Arzneimittel eben aus, zum Beispiel neuen Biologika und so weiter, weil die eben sehr teuer sind. Aber es ist ja auch so, dass diese Apps jetzt auch gar nicht immer so mega günstig sein müssen. Also im Moment ist es natürlich noch so, dass es jetzt noch nicht ganz so viele zertifizierte Apps gibt. Aber im Grunde läuft ja die Zertifizierung genauso ab, auch wie bei der Frühnutzenbewertung von Arzneimitteln. Und daher gibt es natürlich auch da, was die Erstattung angeht, auch grundsätzliche Fragen. Und von da aus bin ich da schon relativ sicher. Und auch eben, weil wir auch das Thema Abrechnung eben auch abdecken, da wird sich gerade in der Digitalisierung in den nächsten Jahren ja auch sehr viel tun, dass das auch für uns beratungstechnisch auf jeden Fall auch immer relevanter wird, würde ich sagen. Herr Dr. Fuchs. Ja, mir fällt ja gerade ein, also zu den Dingen, die der Timo gerade erzählt hat. Ich habe auf meinem Rechner Zugang zu 5 Arztsoftware-Systemen und gehe auch immer wieder in die Praxis oder ging vor Corona in die Praxen und habe da schon gemerkt, dass die Ärzte halt wirklich vielleicht aus Interesse, vielleicht aus mangelndem Wissen, doch sehr wenig über die praktische Anwendung der Software haben. Und wenn jetzt immer mehr Faktoren dazukommen, wie beispielsweise das E-Rezept, die Rabattverträge, es wird die Nutzenbewertung jetzt neuerdings dargestellt, die ganzen Sachen, wenn ich bei denen vor Ort bin, die sagen, ich habe keine Ahnung, ich sehe da die Arzneimittel, suche eins aus, versucht es aufs Rezept zu kriegen und fertig. Ich weiß überhaupt nicht, ob irgendwelche Rabattverträge da irgendwie dargestellt werden, wie die aussehen. Ich weiß nicht, mir wird gesagt, die Dosierung wird aufs Rezept, aber ich weiß nicht genau, wie das geht. Also da merke ich wirklich immer mehr, dass es eben nicht nur die TI an sich ist, dass es eben neue Tools gibt mit der Patientenakte und so weiter, sondern alleine die ganzen Neuerungen, die werden in die Arztsoftware integriert und die Ärzte, die gehen da noch nicht so richtig mit und das wird für uns als RP-Institut immer wichtiger, da auch mit aufzuklären. Also sehen wir wirklich in der Realität, dass es in der Praxis zu wenig Wissen diesbezüglich gibt. Ich finde das aber sehr schön, dass Sie sich dem Thema annehmen und dass Sie auch da so nah an den Medizinern und an Ihren Kunden sind, dass Sie genau diese Themen mit aufgreifen. Denn Sie haben es gerade schon genannt, bei den ganzen Nutzenbewertungen, Rabattverträgen, Vorgabe der kassenärztlichen Vereinigungen, Wirtschaftlichkeitsberechnung, Abrechnung und Verordnung und so weiter und so weiter. Glaube ich, ist es wirklich wichtig, dass es eine Anlaufstelle gibt, eine Informationsmöglichkeit gibt. Sie sieht ja, Sie arbeiten ja seit Jahren mit vielen Medizinern zusammen, dass man dann auch weiß, da ist ein Institut im Hintergrund, das diese Themen weiter bespielen kann und auch eben nicht aufhört, in diese Richtung zu denken und das mit einzubeziehen. Denn Sie haben es gerade ja wunderbar gesagt, da kommen gerade so viele Dinge zusammen, dass die Information da wirklich sehr, sehr wichtig ist. Mit Blick auf die Uhr, möchte ich in unsere kurze Antwortrunde einsteigen, die wir zum Schluss immer mit allen unseren Fragegästen machen. Vielleicht machen wir es bei Ihnen einfach mal so, dass wir das abwechseln miteinander. Fangen wir an bei Herrn Franke, die Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin aus Ihrer Sicht in den nächsten, sagen wir mal, 5 Jahren?
Ich glaube, dass die personalisierte Medizin immer wichtiger wird, also dass es eben Präparate gibt, die dann immer für eine viel kleinere Patientengruppe eigentlich relevant ist. Also ich habe neulich in einem Magazin gelesen, da gab es sogar ein Präparat, das hieß, glaube ich, Milasen, und das wurde nach der einzigen Patientin genannt, die das Präparat überhaupt erhält, weil das eben eine Gentherapie ist. Also je nachdem, was der Patient da für eine Mutation hat, kann dann eben ein bestimmtes Präparat entwickelt und gegeben werden. Und ich glaube, gerade in diesem Zusammenhang, dass diese Arzneimittel eben auch teilweise nur einmal gegeben werden, was ja auch ein Unterschied ist zu dem, was eben jetzt eigentlich gängig ist, ist auch diese Erstattungsfrage gerade für uns dann eben sehr relevant. Und was ich eben auch glaube, dass es immer mehr auf Prävention geht, anstatt wirklich auf richtige Behandlung. Das heißt, man versucht natürlich auch wir haben immer mehr Daten zur Verfügung in der heutigen Welt, und da werden sicherlich in Zukunft auch Konzerne wie Google, Amazon und so weiter da überhaupt mitmischen. Und vielleicht kann dann die Smartwatch dir irgendwann sagen, was du brauchst, oder wie ist die Wahrscheinlichkeit für einen Herzanfall zum Beispiel, ne? Und das heißt, glaube ich, dass da auch Prävention noch viel wichtiger ist als heute. Absolut. Herr Dr. Fuchs, was bedeutet für Sie das Thema Gesundheit? Ja, also für mich ist halt ganz wichtig beim Thema Gesundheit das Stichwort Eigenverantwortung. Also ich merke immer mehr, dass auch in meinem Umfeld die Leute damit eben nicht so gut umgehen können. Für mich ist aber wirklich wichtig, dass ich eigenverantwortlich mit meinem eigenen Körper umgehe. Wenn ich zum Beispiel überlege, als ich im Krankenhaus war, da fällt mir ein Patient ein, der hatte Morbus Crohn und hat geraucht. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, im Allgemeinen ist Rauchen jetzt nicht so der Bringer. Und für Sie, wenn Sie eine chronische Entzündung im Körper haben, ist das schon erst recht nicht gut. Und dann kriege ich zur Antwort, ja, aber der Kollege von Ihnen, der mich gestern untersucht hat, der raucht ja auch. Und da ist mir nochmal aufgefallen, und es bleibt bis heute, also die Vorstellung, dass das Verhalten irgendeines Arztes mit meiner eigenen Gesundheit was zu tun hat, das ist mir nicht ganz klar. Das mag mit Bildung zu tun haben, aber auch bei gebildeten Leuten höre ich das sehr häufig. Ich rauche 30, 40 Jahre, habe Atemprobleme, gehe zum Arzt und sage, mach weg. Und so funktioniert Medizin nicht in meinen Augen. Also das gehört einfach Eigenverantwortung dazu. Absolut, bin ich sehr, sehr bei Ihnen. Herr Franke, welche Eigenschaft sollte der Arzt, die Ärztin aus Ihrer Sicht als Unternehmer bzw. Unternehmerin haben? Ja, da reizt es natürlich leider vielleicht sogar nicht eben nur ein guter Mediziner zu sein. Ich glaube, er muss in erster Linie auch ein sehr, sehr guter Chef sein. Und darunter verstehe ich also auch fähig dazu zu sein, die Angestellten eben nach ihren Stärken einzusetzen. Es ist sehr wichtig zu kommunizieren und seine Mitarbeiter eben zu motivieren. Und das ist eben auch natürlich mit unserem Thema irgendwo relevant, dass dieses finanzielle Geschick eben auch absolut unabdingbar ist. Aber umso wichtiger, sich mit den Themen, gerade auch die Sie beschreiben, auseinanderzusetzen. Genau, sehr schön. Herr Dr. Fuchs, gibt es ein Buch oder einen Film, das Sie besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat? Kann gern aus dem Bereich Medizin sein, muss aber nicht. Ja, also in letzter Zeit höre ich eher Hörbücher, das gefällt mir ganz gut, aber das ist mehr zur Ablenkung. Was mich aber tatsächlich in letzter Zeit ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat, war tatsächlich eine Serie im ZDF, glaube ich, 6 bis 8 Folgen oder so, ich weiß nicht mehr so ganz genau, die Slow Burn heißt, ist so eine deutsch-dänische Serie, die spielt auf einer Nordseeinsel, und die wird von einem Virus befallen. Ich meine, es wäre das Taubengrippenvirus oder irgendein Vogelgrippe-Virus. Und das Interessante dabei ist eben, dass es ungefähr ein Jahr vor der Covid-Geschichte gedreht worden. Das ist jetzt auch schauspielerisch jetzt nicht vielleicht der absolute Bringer, aber es ist doch interessant, weil es werden natürlich mehr und mehr Leute erkranken und sterben auch an der Krankheit. Es werden Masken getragen, also ziemlich so, wie es heute eben auch ist.
Und es kommt dann zur Ausgangssperre. Die Insel, die wird evakuiert, damit eben der Rest der Bevölkerung geschützt wird. Und irgendwann kommt sogar die Bundeswehr und erhält Schießbefehl, um beispielsweise Infizierte daran zu hindern, eben zu fliehen und das auf die andere Bevölkerung zu übertragen. Und der Gedanke, das ein bisschen ins Extrem zu spielen, gefällt mir schon, weil man muss sich einfach nur vorstellen, diese Virus jetzt, den wir jetzt hier haben und diese Geschichte, das ist vielleicht hoch ansteckender. Es ist mit höherer Letalität verbunden, dieser Taubengrippevirus. Aber das Problem ist das gleiche. Irgendwann wird man Intensivstationen haben, die sind voll sein. Es werden Krankenhäuser sein, die voll sind. Und irgendwie, das mit der Bundeswehr ist halt extrem, aber ich finde den Gedanke schon ganz interessant. Was macht man jetzt mit hochinfektiösen Menschen, wenn man keinen Platz mehr hat, die sozusagen wegzusperren? Das fand ich ein sehr interessantes Gedankenspiel, und viele Sachen sind auch gar nicht so weit entfernt von der Realität. Interessant, habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen, diese Serie, aber ein guter Hinweis nochmal und spiegelt natürlich auch nicht nur das medizinische, sondern das gesellschaftliche Problem auch dahinter wieder, ne? Wie Sie ja gerade sagen, gibt es vielleicht die eine oder andere Parallele. Ja, die letzte Frage würde ich gerne an Sie gemeinsam stellen, vielleicht eine kurze Antwort noch darauf. Gibt es jemanden, mit dem Sie gerne eine Gemeinschaftspraxis gründen würden? Herr Franke. Ja, gut, bei mir ist es wahrscheinlich dann grundsätzlich die Frage, mit wem ich mich selbstständig machen würde. Und das wären tatsächlich zwei Arbeitskollegen von mir. Das ist zum einen die Frau Dr. Anja Förster, weil sie einfach immer alles weiß, habe ich so den Eindruck. Das ist auch gerade so um die Medizin natürlich sehr gut. Und dann gibt es noch den Kollegen Marius Machert, weil der einer der wirklich der beste Programmierer ist, den wir haben und den ich so kenne. Und weil wir eben schon über das Thema Digitalisierung gesprochen haben, das wird ja einfach immer wichtiger. Und da hätte ich jemanden, der sich darum kümmern kann. Sehr schön. Herr Dr. Fuchs. Ja, also ich denke, bei mir wäre das eine Praxis wahrscheinlich für die innere Medizin. Das interessiert mich bis heute noch. Und ich würde mir tatsächlich Unterstützung holen von jemandem, der die psychische Situation und das seelische Befinden genauso begutachtet, wie ich dann eventuell das Körperliche, weil ich wirklich der Ansicht bin, dass es wirklich extrem wichtig ist. Und wir haben das im Studium halt nicht gelernt. Und deswegen ist es schon so, dass die meisten Ärzte immer noch so körperlich denken. Die meisten Patienten leider auch, die wollen, wenn sie Schmerzen haben, gehen zum Arzt. Die wollen eine körperliche Diagnose und was weiß ich. Das heißt dann Bandscheibenvorfall und dann habe ich das schriftlich vorliegen und muss mich mit anderen Themen, mit der eventuellen Ursache, dass es vielleicht aufgrund von psychischen Problemen kommt, die Rückenschmerzen oder so, nicht auseinandersetzen. Und das würde ich schon ganz sinnvoll finden, wenn man da ein bisschen weiterdenkt, auch an die psychische Gesundheit. Also der Timo könnte da mit seinem Wissen bestimmt ein geeigneter Partner sein. Stimmt. Wir können sich auch später nochmal unterhalten. Ich sag mal, fällt mir der Satz ein, der auch immer wieder kommt, sagt der Körper zur Seele, nee, sagt die Seele zum Körper, zeig du es ihm, auf mich hört er nicht. Ja, genau. Gut, mit Blick auf die Uhr, wir haben eine Dreiviertelstunde, ich sage ja, die Zeit geht immer wieder super schnell vorbei. Ich habe ganz, ganz viel mitgenommen heute für, ja, vielleicht auch die ein oder andere Beratung beim Arzt. Ich denke, dass alle Mediziner, die heute hier mit dabei gewesen sind, oder die sich im Nachhinein auch anhören, wirklich viele praktische und neue Informationen bekommen haben, werden alle Verlinkungen zu Ihnen, zu dem Institut in die Shownotes belegen, sodass also auch direkt Menschen, die jetzt großes Interesse haben, mehr über das Institut und über Arbeit zu erfahren, die Verlinkung dahin haben. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie heute mit dabei waren. Für alle die, die zugehört oder zugeschaut haben, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Denkt immer an eine Bewertung bei iTunes oder YouTube oder wo immer ihr uns auch hört oder schaut. Bleibt unternehmerisch, wünsche eine tolle Woche, schöne Weihnachtstage, die ja jetzt unmittelbar bevorstehen. Und das letzte Wort übergebe ich dann nochmal an meine beiden Interviewgäste. Vielleicht, Herr Dr. Fuchs, wollen Sie anfangen?
Ja, ich wollte einfach noch am Ende vielleicht alle DAP-Networker grüßen. Also dieses Jahr gibt es ja leider keine Weihnachtsfeier, aber nächstes Jahr holen wir das bestimmt nach mit einem schönen Sommerfest. Ja, das wollte ich noch allen mitgeben. Ja, von meiner Seite auch nochmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich fand es auch damals schon wirklich toll, dass Sie uns, wo es noch möglich war, uns auch vor Ort besucht haben. Und ich schließe mich auch gerne den Wünschen von Ralf an, dass ich allen Zuhörern jetzt auch frohe Weihnachten wünsche, auch wenn es dieses Jahr vielleicht ein bisschen schwieriger ist als sonst. Vielen Dank. Ihnen auch eine schöne Weihnachtszeit und eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss.